Hey ho! Zwischen Werkstatt und Grill bzw. Steakburner. Heute machen wir mal wieder eine einfache Pizza. Den Teig haben wir wieder im TM5 gemacht, im Thermi, der mit Sicherheit kein Scheißdreck ist, wie einer kommentiert hat. Ruckzuck Pizzateig. Ja, ich weiß, ein richtig guter Pizzateig braucht viel Zeit zum Gehen, aber das habt ihr ja eventuell letztens gesehen beim Dirk bei High Noon Barbecue. Der hat da auch einen ganz schönen Pizzateig gemacht, aber ja, wir haben jetzt heute mal wieder einen schnellen gemacht. Und da drüben wird er schon umgefüllt, dass er noch ein bisschen gehen kann. Ah, Schatz hat ihn schon umgefüllt. Ist alles okay bei dir? Natürlich ist alles okay bei mir. Nachdem ich dich ja gestern so geärgert hatte beim Kaiserschmarrn. Ja, da warst du ja eigentlich selber schuld. Und sonst bin ich ja immer nett und freundlich. Ja, Bussi. Hiwi-Boy, was willst du dann auf deiner Pizza haben? Einfach mit der Salami und wenn du hast, vielleicht ein, zwei Peperoni und gut ist. Nö, Peperoni haben wir nicht. Dann halt ohne. Nur Salami. Okay, aber weißt was? Du darfst sie dann auch selber belegen. Alles klar. Schatzi, warum liegt hier jetzt Spargel? Weil ich eine Spargelpizza bin. Eine Spargelpizza? Ja. Na, da bin ich ja gespannt. Ja, wie, du isst auch mit? Ja, Logo, Spargelpizza. Mei, alle essen sie Spargelpizza. Spargelpizza. Na, ich weiß ja nicht, aber wenn es die Mädel wollen, dann kriegen sie eine Spargelpizza. Gut, müssen sie selber Spargel kochen? Können sie ja. Mhm. Okay, ich habe hier jetzt schon mal hergerichtet. Moment. Den Steakburner wieder. Da machen wir unsere Pizzen drauf. Den Pizzastein jetzt erst einmal ganz oben, da wird er nachher ordentlich vorgeheizt. Und was ich heute noch ausprobiere, ist das Wiegemesser und der Pizzaschneider von Utando und Passion. Da warten die Jungs jetzt bald schon ein Jahr drauf, dass ich das Teil endlich mal verwende. Hat sich bis jetzt leider nicht die Gelegenheit ergeben. Aber heute... Ja, und alles Weitere dann hier draußen am Tischle. Wir heizen mal mächtig vor. Ich denke mal, sobald der Stein da drin wieder sauber wird, ist ja unsere gewünschte Temperatur soweit erreicht. Dann stecke ich ihn ein bisschen nach unten, ein bisschen tiefer, dass wir ja von oben ein bisschen mehr Luft kriegen, dass die Pizza von oben nicht gleich verbrennt. An Zutaten. An Broschi, hau mich tot, Schinken in italienischen, an Serrano-Schinken, dann haben wir hier unseren Spargel, so einen normalen Schinken und eine normale Salami, dann habe ich eine Spicy Pizza von De Grosso, eine Chili-Symphonie, falls irgendjemand schärfer möchte, die leckere selber gekochte Tomatensoße. Pizzasoße, bitte. Pizzasoße? Pizzasoße, ja. Ja, im Thermi gemacht. Oh, Michi. Mozzarella gerieben. Mais, Pilze, Bacon. Ja, und ein paar Zwiebeln. Und der Teig steht hier drüben. Tun wir mal reinlucken. Ja, der ist doch recht schön aufgegangen. Und dann können wir eigentlich dann gleich loslegen. Mehl ist teuer, sagst du? Ja, der erste Pizzateig wäre soweit ausgewagelt. Meiner. Patricia ihrer. Dann wird uns die Patricia gleich einmal die erste Pizza dann gleich belegen. Würde ich mal sagen, darfst du machen. Naja, rund. Ich bin ja kein Pizzabäcker, ne? Die kann das nicht rund. Ja, das Problem habe ich in einem anderen Video letztens auch schon gesehen. Geht, Dirkie Boy. Ah, du klatschst gleich die Soße drauf. Dann werden wir auf alle Fälle gleich sehen, was auf der Pizza noch drauf ist, weil ich muss jetzt schnell den Pizzastein umsetzen. So, Freunde, der Pizzastein sieht ziemlich sauber aus.
Und Hiwi, hilf mir mal, das Gitter tiefer zu setzen. Wie funktioniert das? So? Andersrum. So? So was. Genau. Wie viel? Jetzt hätte ich zwei, drei Rasten. Schneller, komm! Das, der Stein wird heiß. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Ja. Ja, das soll funktionieren. Gut. Dann schauen wir mal, was auf der Pizza alles schon drauf liegt. Patricia, Spargel und Bacon. Zusammen. Bacon ist alles besser. Und Schinken. Und Zwiebeln. Aber hallo. Und Zwiebel. Zwiebel auch noch. Das ist verlästig. Und Käse. Viel Käse. Verträgst du das heute überhaupt schon? Natürlich. Jo, her mit der Pizza. Lass uns auch noch einen Käse übrig. Viel zu weit hinten hingehen. Dann schauen wir mal, ob wir sie da reinkriegen, ob wir sie vom Brettel runterkriegen. Das ist ja immer bekanntlich so ein relatives Problem. Also vom Brett rutscht sie auch nicht viel besser runter als vom Ding. Jetzt flackt sie zur Hälfte draußen. Ganz toll. Muss der Pizza schieben? Welcher? Der Metallige? Ja, der Metallige ist mir dann nicht ganz so lieb hier. Aber mir? Ja, jetzt habe ich sie nicht ganz so weit drin. Müssen wir halt nachher gleich umdrehen. Wie lange haben wir keine Pizza mehr gemacht? Zu lang. Das wird schon. Ja, ich versuche ja schon wieder rauszuziehen hier. Also ruckzuck wird die Pizza schwarz. Schieben wir sie so rum nochmal rein. Drama heute. Du kannst sie bald wieder raus tun. Ja, mache ich ja schon. Gibst du mir das Ding wieder? Drei, zwei. Ich muss erst die Pizza fertig machen. Eins, das reicht schon. Bring mein Mais nicht weg. Komm, das reicht schon. Wird schwarz. Ja, die braucht schon noch einen Augenblick. Drei, zwei, eins, vorbei. Komm, raus. Raus? Ja. Sicher? Ja, ich will das so. Du willst es so? Ja, ich will das so. Patricia, willst du? Erste Pizza, dann gehen wir zum Anschneiden. Fotografier hier nicht so viel. Schneid lieber die Pizza auf. Bitteschön. Teste mal das Wiegemesser. Geht ja ob die Pfiffi. Echt? Ja. Na also. Sprich. Warte mal, ich habe Angst um meine Finger. Kannst du haben. Ah, schneid es mal ordentlich durch hier. Pizza steht über, deswegen nicht ganz durchgeschnitten. Also sonst wird's gehen? Sonst wird's gehen. Och, geil. Jetzt muss ich doch mal so eine Spargelpizza probieren. Dann machen wir doch hier unser schnelles Spargel, Bacon, Schinken, Pizza-Probiererle. Da, warte mal, haut jetzt ja schnell. Gar nicht mal schlecht. Hiwi, willst du deine Pizza nicht selber reinwuchten? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Der weiß nicht, welche Richtung. Ja, ich auch nicht. Na. Dieses Mal liegt sie etwas weiter vorne. Schauen wir mal. Das funktioniert einfach nicht, dass die Pizzas runterrutschen hier. Wir brauchen einen Grieß. Wir brauchen eindeutig einen Grieß. Und der Pizzastein liegt viel zu hoch. So hoch. Den müssen wir ganz, ganz, ganz schnell tiefer setzen. Sonst hast du nämlich auch eine verkohlte Pizza. Ja, eine Raste tiefer mindestens. Das waren zwei. Ja, das ist eine tiefer, eine höher wieder. Jawohl. Und rein wieder damit. Und jetzt hole ich doch noch den anderen Schieber. Ich glaube, mit dem kommen wir da auch rein. Jo, mit dem kommen wir hier auch rein. Dann können wir die Pizza einmal drehen.
Also der blechige ist doch besser als der holzige. Zumindest wenn sie einmal angebrutzelt ist, die Pizza. Dann kann man ja noch ein bisschen hochheben. Einen Augenblick noch. Hier wie mag Röster rum. Habt ihr eigentlich ein Pizzagewürz drüber gestreut? Nein. Überflüssig brauchen wir nicht. Also Patricia hat darauf verzichtet. An Hiwi streue ich es einfach drauf. Hinterher ein bisschen spicy Pizza. Magst du ein bisschen scharf auch noch? Nein. Nein? Dann kann ich die neue Chili-Symphonie wieder wegräumen. Und jetzt schauen wir, wie der Hiwi die Pizza anschneidet. Wiegemesser, Hiwi, Wiegemesser. Links, rechts, links, rechts. Und wenn die Stücke klein genug sind, bleiben sie nicht im Bart hängen. Jetzt hast du es wieder gekriegt, gell? Und, funktioniert? Einwandfrei. Gut, lass das schmecken. Kriegen wir noch eine Probiererle von dir? Nein, ich hoffe, dass ich Wasch verbrenne. Ja, das macht nichts, das ist deine. Und? Gut. Hier bastelt mein Schatz mir eine Pizza zusammen. Und du kommst wieder zuletzt. Och nee. Das wollte ich jetzt aber nicht. Du hättest dir aber auch jetzt zuerst eine machen können. Macht nichts. Macht nichts. Das Beste am Schluss. Das Beste jetzt am Schluss und das ist die Mama. Das Beste zum Schluss. Ja, okay. In dem Falle akzeptieren wir das. So, Cam wieder aufs Stativ. Jo, dann gucken wir mal, ob ich meine halbwegs sauber mit ein... Scheiße! Das ist halt im Material abgeladen, deine Pizza. Also das Pizza reinschubsen von den Dingern funktioniert bei uns ganz und gar nicht. Schatz, wir brauchen definitiv Grieß. Mein schöner Pizzabelag. Naja. Also heute habe ich wirklich Probleme, hier die Pizzas reinzubekommen. Ja, so geht's. Eine Unfallpizza. Naja, da werden wir den Stein dann wieder ganz oben reinschieben, aufheizen und danach wird er wieder blitzeblank sein. Was kriege ich? Mit deiner Pizza auf Grieß. Ja. Mit deiner Pizza auf Grieß? Ja. Oh, Schatz hat einen Grieß gefunden. Den ich keine Rosinen habe, aber den Grieß habe ich. Apropos, Rosinen haben wir heute eingekauft wieder. Kannst du? Naja, dann haben wir meine Pizza auch fertig. Und ich werde sie mir auch anschneiden. Pizza? Jo. Und dann schnibbel ich mal meine Pizza. Also ich frage mich echt, warum wir das Wiegemesser hier noch nie im Einsatz gehabt haben. Das Ding ist ja mal mehr als geil. Im Bollerscharf kann man sagen. Schwupp, schwupp. Haben wir uns wunderbare Stückchen rausgeschnitten. Und jetzt ein Probiererchen nochmal von meiner Pizza.
Und Belag ist schon unten. Geil. So Leute, und gerade vorher habe ich festgestellt, das könnte vielleicht auch so funktionieren, ohne Hilfe den Stein tiefer zu hängen. Also halbwegs sauber geheizt ist er ja wieder. So. Und dann kommt die Pizza von meinem Schatz hinein. Aber jetzt steht der ganze Stein schief. Das ist natürlich auch wieder blöd. Fängst du deinen Hintergrund zum Tanzen an? Aber jetzt, Leute. Hast du da Grieß drunter? Ja. Ich probiere es aber jetzt trotzdem nicht zum Schubsen. Die klebt schon wieder fest hier drauf. Warum hast denn du jetzt wieder das blöde Holzbrett genommen? Weil du gesagt hast, das wäre schon lieber. Ah, aber es ist wesentlich leichter runtergeflutscht. Nein, ich will nicht das Holzbrett. Holzbrett für andere Sachen. Ja. Ja, Leute. Und fertig ist schon die Schatzi-Pizza. Schatzi, deine Pizza ist fertig. Ich komme gar nicht zum Essen von meiner Pizza hier. Hiwi, was machst du mit der Pizza? Umdrehen. Flammendes Inferno. Du bist schon so fresspuppig, schon als Zweite, gell? Wenn es so gut ist. Die hat. Also man kann direkt die Kerne dabei laufen lassen, wie die Pizzas fertig werden. Mhm. Ja, wenn dir so passt. Das passt. Ich hätte sie noch ein bisschen drin lassen. Das passt. Einmal frei. Jo, ich habe mir noch mal selber eine gebastelt. Eine Pizza. Von den Pizzas. Pizzen! Pizzen! Patricia kann man gerade so schön ärgern mit Pizza und Pizzen und hau mich tot. Pizzen. Das ist gerade richtig lustig. Dann haben wir hier wieder einen Grießbrand. Ja, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt die optimale Lösung mit dem Grieß. Du wolltest schon haben. Ja, der Grieß geht gleich voll in Flammen auf jedes Mal hier. Ja, gestern hat es hier im Dorf auch schon gebrannt. Da hat es einen Küchenbrand gegeben. Aber nein, war nicht bei mir. Nein, nein, nicht bei der Patricia. So. Ja, Freunde, und dann ist meine Pizza auch schon fertig. Und soll jetzt hier wieder jemand diese leichten schwarzen Stellen bemängeln? Ey, wir waren letztens beim Italiener und da war meine Pizza auch außenrum schwarz, beim original echten Italiener. Also ist das vollkommen in Ordnung. Dr. Edgar ist kein Italiener. Was sagst du? So, Patricia, du Vogel, du. Machst du das hier richtig? Vielleicht. Vielleicht? Willst du uns noch was dazu sagen? Ich bin kein Italiener, ich bin hier geboren. Ich mach das so, wie ich das will. Richtig halt. Okay. Also Käse oben drüber. Richtig. Gut, mach mal. Ja, wenn du für deine Mama schon eine Pizza belegst, dann tu sie gefälligst auch rein. Ja, klar. Mach doch, mach doch, mach doch. Schauen wir mal, wie gut sie den Belag runterschmeißt. Alles runtergeflogen. Was denn? Das ist gar nicht wahr. Ich hab's doch gesehen. Was du laberst. Ja. Schaust du doch an, wie gut. Laber, Leberkäse. Der ganze Belag liegt hinten unten. Das zeige ich dir gleich, dass es nicht so ist. Das ist so. Nicht. Lass ihn nicht verbrennen. Nein. Ich sitze jetzt schon einmal umdrehen. Umdrehen? Natürlich. Hast du gesehen, wie der Belag? Schau. Da wo liegt, ist der Belag? Da liegt der Belag und brennt. Das ist ein Würzelchen. Und schau an, du. Ja, den Rest hast du wieder draufgeschoben. Da, und da hinten brennt der Rest vom Belag. Schwätzer. Ja, Schwätzer, sagt sie, da drin brennt wie Sau. Ich muss mal ausbrennen. Das ist der komplette Belag, den du runtergeschmissen hast.
Wo denn? Da! Wo denn? Das ist ein Vogel hier. Weiber. Weiber, 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 Weiber. Das war nur das Mehl. Das war nicht nur das Mehl. Das war der ganze Belag. Das stimmt halt echt gar nicht. Also umdrehen, andersrum nochmal rein und dann ein, zweimal noch umdrehen und dann ist gut. Und dann schauen wir uns den verbrannten Haufen an. Das ist kein verbrannter Haufen. Hier zum zweiten Mal an mit der Pizza. Also bei mir hätten und Schatzi sagt, nochmal rein, reicht noch nicht. Also ab, rein in die Steakburner hier. Sie kommt zum dritten Mal. Schafft ja, lass sie jetzt doch. Da ist kein Belag abgegangen. Ja, kein ja. Belag. Der ist auf der Seite runtergerutscht. Und wo steht er bitte ab? Da ja, ist der noch ist ja gerade da drin verbrannt, du Vogel. Das ist ein Vogel, die glaubt mir nicht. Ah, jetzt kommt der Wiegemessertest von Schatz. Jetzt bin ich gespannt, was sie noch dazu zu sagen hat. Mein Schatz. Patricia ist halt wieder frech wie Oskar. Das liegt daran, dass ich in der Psychiatrie arbeite. Vielleicht färbt das ab. Oh, Bara. Wie ist denn überhaupt, Andrea? Gut ist in meinem Stadtbus. Patricia. Hey, hier geht's zu. Ich will hier ein ordentliches Video machen und die quasseln alle zwischen rein. Aber Leute, so ist es halt momentan. Wir haben jede Menge Gaudi. Schatz, was hältst du von dem Wiegemesser? Das ist ja genial, wieso hast du mir das vorenthalten? Oh mein Gott, lauter Irre. Und du mittendrin? Was geht hier jetzt? Ich hock außen. Ich hock außen, gell? Also bitte. Absolut genialer Abend heute wieder. Nachbarin habt ihr ja gehört, die was immer so im Hintergrund rumschreit. Die hat nach dir schwarze Unterhosen. Ja. Ja, die hockt heute mal hier bei uns herüben gerade. Und ja, wie gesagt, jede Menge Spaß gehabt heute. Und Leute, bevor das jetzt hier noch ausartet, machen wir mit diesem Video für heute Feierabend. Ihr habt es gesehen wieder. Steakburner Pizza machen geht einwandfrei. Auch einen schnellen Pizzateig kann man nehmen. Der schmeckt auch. Vielleicht nicht ganz so gut wie der vom Dirk, aber er schmeckt. Gut. Wiegemesser, hervorragend. Spicy Pizza, auch sehr lecker. Pizza im Allgemeinen, gigantisch. Steakburner, der absolute Burner. Und die selber gemachte Pizzasauce. Ja, die selber gemachte Pizzasauce. Nicht vergessen. Im Thermi. Okay, Leute, das war's aber jetzt endgültig, bevor ich hier noch Fussel im Mund habe, aber. Prost. So geht's wieder. Okay, dann. Wir sehen uns. Ja. Morgen weiß ich noch nicht. Das muss ich jetzt erstmal abklären mit Schatz, was er morgen vorhat. Ob wir das auf dem Grill machen. Ansonsten gibt's halt morgen dann kein Video. Ciao.